Debatte unter Experten, dass eine Debatte frei stattfinden kann, mit Zugang der Öffentlichkeit, vielleicht in einem Hörsaal der Uni. Wir fordern, dass offen diskutiert wird über Corona, über die Maßnahmen, über die Impfung von Experten mit Zugang der Öffentlichkeit. Das gehört sich für eine Uni-Stadt. Offener Diskurs, offener Dialog. Wir fordern eine Wiederherstellung der Grundrechte. Wir fordern das Ernstnehmen Andersdenkender. Wir fordern Gewaltenteilung. Wir fordern das Absetzen der institutsbezogenen Impfpflicht. Die Diskussionsfreiheit diesbezüglich, die ist ja unterbunden worden oder wird unterbunden. Corona spaltet natürlich auch die Lehrerschaft sehr tief. Wenn das Thema Corona angesprochen wird, Maßnahmen etc., darüber diskutiert man gar nicht mehr. Man verschweigt das, man akzeptiert nur die Maßnahmen von oben und winkt das quasi durch und macht dann Dienst nach Vorschrift. Als Lehrer verdient man ja genug, ja, da kann man es ja aushalten in so einer Gesellschaft. Das ist eine Schande für unser freies Land. Wir fragen uns, sind wir wirklich noch frei? Nein. Schreibt einen offenen Brief. Als die Pflege meiner Mutter in der häuslichen Umgebung unmöglich wurde, waren wir froh und dankbar, dass sie einen Platz in der Jenaer Pflegeheim bekommen hat. Unsere Mutter hat sich wunderbar dort eingelebt und fühlt sich dort zu Hause. Danke an dieser Stelle an die Pflege- und Betreuungskräfte. Danke an die Mitarbeiter aus der Küche, Reinigung, Hausmeisterdienst und administrativ Mitarbeitenden in den Heimen und Krankenhäusern, die dort ihre großartige Arbeit leisten. Ein Applaus für all diese Leute, die täglich kämpfen unter schwersten Bedingungen und das, obwohl sie getestet sind und viele auch geimpft sind. In unseren Pflegeeinrichtungen lebt eine Generation, die den Zweiten Weltkrieg miterleben musste und die nun einen schönen friedlichen Lebensabend verdient hat. Corona nimmt darauf keine Rücksicht. Es kam und brachte viel Einsamkeit und Einschränkungen zu den Bewohnern in unseren Heimen. Mit Corona erst kamen Besuchssperren, dann Besuchseinschränkungen. Das Personal und die Besucher tragen seit nunmehr 2 Jahren die Gesichter hinter einer Maske verhüllt. Die Mitarbeitenden in der Pflegeeinrichtungen, wie auch in den Krankenhäusern, waren und sind hier ganz besonders gefordert und unter wirklich erschwerten Bedingungen leisten sie erstklassige Arbeit. Den ganzen Tag mit FFP2-Maske zu pflegen und zu arbeiten, ist eine echte Herausforderung. Neben der kräftezehrenden Arbeit mussten sie ihren anvertrauten Bewohnern, mussten sie für sie auch noch stark sein. Ihr habt meinen größten Respekt dafür. Für mich als Tochter spielt es keine Rolle, ob die Mitarbeiterinnen im Pflegeheim geimpft sind oder nicht. Ich weiß, meine Mutti wird dort bestens gepflegt. Und schwierige Situationen werden sie dort miteinander durchstehen. Ich finde es wichtig, dass die Menschen in den Pflegeeinrichtungen mit Herz und Empathie arbeiten. Und glauben Sie mir, das tun sie, geimpft oder ungeimpft. Ich erlebe das jedes Mal, wenn ich meine Mutti besuche. Im letzten Winter haben wir geklatscht für die Pflegekräfte in Heimen und Kliniken. Aber ich weiß, das reicht bei weitem nicht aus, um diesen Berufsstand zu einem Ansehen in der Gesellschaft zu verhelfen, der ihm gebührt. Sollte nicht hier dringend etwas getan werden, statt mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht noch weitere Arbeitende aus den Pflegeeinrichtungen zu vertreiben? Jeder Einzelne, der jetzt wegen Impfpflicht geht, hinterlässt eine Lücke. Und auch wenn die Impfpflicht jetzt fällt, das sage ich jetzt, dann ist das noch kein Ende des Pflegenotstands und dann ist es trotzdem nötig, dass dieser Berufsstand anerkannt wird und eine gehörige Entschuldigung kommt, dass man sie so unter Druck gesetzt hat. Ich halte den Atem an. Wie kann es sein? Was geschieht hier nun? Sich ändernde Maßnahmen schockieren mich jeden Tag. Wer sieht denn da noch durch? Dann Impfung und noch eine Impfung.
und das dann alle paar Monate. Trotzdem muss man noch Maske tragen, Abstand halten und Test befragen. Es ist niemals genug, niemals genug. Ich will raus, wieder Freunde sehen, nicht mehr entfernt als 50 stehen. Doch es ist niemals genug.